Und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Videos, wie man das schon schwer erkennen kann, egal ob in der Videobeschreibung, am Thumbnail oder im Video selbst. Ja, das Schwerlast-DLC ist auch auf unserem Kanal. Herzlich willkommen, willkommen geheißt. Wir werden nämlich heute, oder was heißt heute, wenn alles glatt läuft, kommt das Video Sonntag, also morgen. Wir haben es aktuell 22.41 Uhr, nur so für euch zur Information. Die Videos gehen für mich heute noch in die Produktion. Und ja, ich würde vorschlagen, wir haben hier ein richtig dickes Teil, muss man sagen, 44 Tonnen. Ja, 291.000 Euro und Restzeit 45 Stunden. Ich denke mal, wir werden jetzt ein bisschen Gummi geben müssen, um das Teil noch zu erreichen. Ich mache Spiegel an. Ich werde euch jetzt noch kurz ein paar Sachen zu meinem Account sagen. Oh, der LKW kommt doch ganz gut weg. Muss man ihn ja mal lassen. Ja, der Account ist ein frischer Account. Boah. Der lenkt aber ganz hart, ey. Boah. Warum lenkt der so hart? Lenkt er mega hart. Tada ist ganz oben. Passiert nichts. Das ist schlecht. Ich weiß noch nicht warum. Gibt es neue Einstellungen für die LKWs in den Optionen? Wir werden mal kurz gucken. Das ist jetzt. Wir werden uns jetzt mal zum Händler zurücksetzen. Vielleicht klappt es ja dann. Aber auch nur vielleicht. Das ist jetzt natürlich optimal, dass es natürlich jetzt so gut läuft in der Aufnahme. Ich wollte euch nur halt das allererste Mal, wenn ich mit diesem Gespann eine Runde drehe, euch einfach mal zeigen, wie es ist. Weil ich hab's kenn selbst noch nicht, das ist auch mein erstes Tour. Ich habe das DLC seit heute Nachmittag, um genau zu sein. Boah, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir den scheiß Scheibenwischer wieder auskriegen. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Komm, Spiel. Zeig mir was an. Der Mann war schon. Ja, schön. Und, wo muss ich lang? Läuft. Ich muss rechts rum. Gott, das geht. Das ging doch jetzt eigentlich ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie gut dieser schlecht motorisierte LKW damit zurechtkommt.
Dadurch, dass ich einen neuen Account angefangen habe, da der alte ja komplett rumgespackt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, rumgespackt hat, habe ich mich jetzt für einen neuen Account entschieden. Und das ist jetzt dieser hier, den habe ich neu erstellt, vor ein paar Wochen schon, da liefen ja schon ein paar Aufnahmen drauf. Deswegen, auf den geht es jetzt weiter. Das heißt auch, aktuell habe ich dort einen Mod drauf, das ist ein. Oh, Sound nicht, dass es mich hier gleich wegreißt mit dem LKW. PS mehr wären garantiert auch nicht schlecht. Das ist mich jetzt hier gleich mal gucken. Ja, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, neuer Account. Darauf liegt aktuell ein Mod. Ein Mod, der ein bisschen mehr, also wirklich nur ganz wenig Erfahrung mehr bringt bei Abliefern der Aufträge. Ein bisschen mehr Geld auch für Aufträge gibt. Ich kriege ja für den jetzt, das sind 1220. 1220 Kilo. Oh, es reißt mich weg. Boah, schiebt der, er leckt mich am Arsch. Schiebt nur unwesentlich. Er leckt mich am Arsch, ey. Also, falls ihr da noch irgendwelche Verbesserungen wisst, wie das. Vielleicht muss ich ja von diese Reifen da wegmachen. Ich habe davon nur keine Ahnung. Also bremsen ganz sacht. Sonst wird das mit dem Gespann heute noch ganz lustig, die 1200 Kilometer abzureißen, die ich heute auch noch fahren werde. Ich weiß noch nicht, wie viel Videomaterial ihr davon bekommt. Ob alles ich aufnehmen werde oder jetzt nur zwei, drei Folgen für Sonntag oder mehr oder weniger, ob ich morgen noch eine Runde drehe für nächste Woche oder. Also es wird noch, also wartet's ab, da kommt auf jeden Fall noch was. Vielleicht auch auf einer neuen Karte, denn die Standard kennen wir, vielleicht wechseln wir auf eine Truxim, auf die aktuelle Truxim Vault oder Truxim Karte. Ist auch ganz angebracht, aber die hier aktuell ist doch auch gar nicht schlecht. Müssen wir mal neidlos anerkennen hier aktuell im DLC-Bereich noch. Sosnovka, wollte ich jetzt sagen, Skandinavien DLC. Läuft das doch alles aktuell noch ganz amüsant und ganz angenehm. Ja, wie viele Bilder? 60 Bilder die Sekunde. Das so läuft das gerne, so sieht man das gerne. Wir werden uns jetzt ganz entspannt mit diesem dicken Brummer und 50 Sachen in Richtung in Richtung genau bewegen, in Richtung Bootsanlegestelle, wo es gleich auch garantiert nochmal lustig wird. Vor allem das Bremsen kann ich mir ex wahrscheinlich ex das wird auf jeden Fall noch zu ein paar Unfällen führen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen fahren wir jetzt auch nachts, also nicht allzu viel. Boah, oh, die Kurve ist auch ja schon lustig, ey. Leck mich am Arsch, ey. Mark, durchatmen. Kriegen wir hin. Oder auch nicht. Oh, Auto, hau ab. Hau ab. Hau ab. Leck mich am Arsch. Kurven. Oh, jetzt wird ja gleich noch richtig amüsant, ey. Hab heute schon geduscht. Ich stehe gleich wieder im Schweiß, ey. So anstrengend ist das. Ja, gleich kommen wir noch auf deutschen Terrarium, das wird dann noch lustiger. Boah, ich will nicht bremsen. Ich will nicht bremsen. Ich will nicht bremsen, sag ich doch. Ich will nicht bremsen. Ich will nicht bremsen. Ich muss bremsen. Ich muss bremsen. Boah. Das wird ja lustig. Ich hoffe, wir fahren viel Autobahn. Das wird sonst zu einer ganz schönen Tortur. Boah, LKW, hau ab. Hau ab. Ach, dich vom Acker. Das wird eng sonst. Das wird eng, das wird eng. Kriegst richtig Schweißperlen auf der Stirn, der leckt mich am Arsch.
Heavy Duty, würde ich mal locker wirklich behaupten. Heavy Duty. Ich habe nämlich heute schon einen Stream verfolgt, wo jemand schon gefahren ist. Nicht dieses hier, aber irgendwann so eine Lok war das, glaube ich. Und da hat er irgendwie nicht so geschoben. Und da ist wahrscheinlich nicht so einfach nur im LKW. Der ist halt einfach zu untermotorisiert für den Scheiß. Siehst du, ich roll 500 Meter weiter. Jedenfalls kam er nicht auf gerade Strecke rückwärts fahren, ist doch schon mal etwas. So, dann legen wir jetzt eine kleine Runde. Da sind wir. Ich würde sagen, die Tortur geht weiter, oder? Die letzten 1000 Kilometer wahrscheinlich. Hier wäre manuell schalten wahrscheinlich gar nicht ganz so schlecht. Oh, 1009 Kilometer nur. Nur noch. Das heißt, das wird jetzt noch eine Stunde dauern, mindestens. Wahrscheinlich noch länger. Oder ich versenke den LKW einfach komplett. Das könnte ich mir vorstellen. Dass ich den mitten auf der Autobahn leicht abbremsen muss wegen Autos. Dann versaue ich den komplett, könnte ich mir vorstellen. Mal Warnblinker anmachen. Rundumleuchte habe ich an, dadurch, dass ich einen relativ neuen LKW habe oder einen relativ kleinen LKW. Ich bin ja erst Level 4 oder Level 5. Habe ich noch keine Dach-Rundumleuchte. Wäre noch jetzt mega geil für den Scheiß. Aber mit drei für diesen Aufträgen zu fahren, ey, dann hast du deine Millionchen auch zusammen. Dann kann ich meinen Kredit zurückzahlen. Ich habe aktuell 1000 Euro Kredit. Eigentlich könnte man ja mal, werde ich glaube ich mal nach der Aufnahme machen, mal meine Leute einstellen für meine LKWs. Weil ich habe ja schon ein paar. Da muss ja kommen, was machen. Leckt mich am Arsch. Heavy Duty geht Heavy Duty mäßig ab, würde ich mal sagen. Vorne müssen wir jetzt gleich kurz anhalten, dann können wir kurz unsere neue Leute einstellen. Ja. Läuft. Natürlich, ich sehe nichts, aber überhaupt nichts. Gerade so zum Stehen gekommen, ey. So, wünscht mir Glück, denn jetzt fahren wir langsam Autobahn. Das wird noch ganz lustig. Das kann ich mir richtig lustig vorstellen. Das wäre jetzt geil. Davon noch einen zweiten jetzt da dran. Und dann schön mit diesen Pilotautos, die wir haben. Oder die es im Multiplayer gibt. Das wäre mega episch. Das wäre jetzt noch eine Sache, wo man sagen könnte, ja, das wäre lustig. Wenn dann alle davon im Multiplayer rumheizen und dann, so wie ich gerade am Anfang, erstmal abnube. Boah, das wird mega lustig. Das wird mega lustig. Ja, mal gucken, ob wir dieses Baby heil in Richtung Ziel bringen. Aber ich glaube, diese Tortur werde ich euch, glaube ich, nicht ganz zeigen. Ich glaube, es gibt morgen drei Folgen, die ich jetzt am Stück aufnehmen werde. Mal gucken, was wir schaffen. Denn ich muss den ganzen Scheiß auch noch fertig machen. Ich wollte jetzt nicht bis 2 Uhr nachts hier sitzen, nur für den Schnitt und Kodieren und den ganzen Krimskrams. Denn es wird auch für dieses Video ein Thumbnail geben, habe ich mir so entschieden. Ich habe nämlich schon ein paar schöne Fotos geschossen. Boah, Kurve ist auch scheiße. Kurve ist kacke. Boah, Autos, haut ab. Haut einfach ab. Lasst mich arbeiten.
bemerkträchtig wieder rüberziehen will, wieder mich wegdrücken möchte. Jetzt voll in die Eisen gehen müsste, dann kann ich wahrscheinlich nicht retten. Das schiebt wahrscheinlich einen kompletten LKW weg. Aber was, ob ich nächste Mal den LKW komplett versenke oder nicht, das seht ihr. Oh, haut ab, weg da. Ach ne, ich muss nicht rüber, gut. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen in diesem Heavy Duty DLC. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen Mittag oder Abend. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Danke. Ciao.